Wir sind hier in Sündensturz. Wir waren gestern das allererste Mal in Torgast. Also ist interessant mit Torgast. Entschuldigung. Aber müssen wir mal gucken, wenn wir da regulär reingehen. Willkommen, ebenfalls verdammter Freund. So, wir bekommen hier ein Schmuckstück. Zuflucht von Rerundref. Versammelt eure Verbündeten. Diese Unausweichlichkeit euch mit ist Theodor. Erfrischend. Ich mag den nicht. Mein Prinz! Theodor, mein alter Freund. Es freut mich, euch zu sehen. Ah, und ich sehe, ihr seid euer Hemd losgeworden. So wie ihr auch. Auf euren Rippen könnte man Karotten raspeln. Ich habe nach allen Überlebenden gerufen. Wir haben hier eine illustre Versammlung. Renatal. Anklägerin, danke, dass ihr uns den Schlundgänger geschickt habt. Kuratorin, es geht schon. Kommen die mit oder... Nö. Mein Herr. Draven, das ist mehr, als ich erhofft hatte. Berichtet. Auf Theotars Bitten haben wir unsere verbleibenden Kräfte nach Sündensturz verlegt. Es sind deutlich weniger von uns als beim letzten Angriff. Sammelt die Truppen für den Angriff. Ich habe einen Plan, aber wir müssen handeln, bevor die Natrius von meiner Flucht erfährt. Okay. Ah, der mögliche Ritter, beenden. Der Prinz Renatal abgeschlossen. Das war das Vorletzte, oder? Ihr und ich geben fehlt nur noch eins. Schaffen wir heute. Möglicherweise. So, vom Licht geblendet. Benutzt die Spiegel über Sündensturz, um die Tore von Schloss Natria zu versiegeln. Es gibt keine Chance auf Sieg. Ist das nicht aufregend? Muss ich jetzt hoch und raus. Spiegel ausgerichtet, 6 Stück insgesamt. Ja, ich hoffe mal, dass wir raus müssen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt hier durch. Und ab nach oben. So, da oben ist ein Spiegel. Okay. Also, wir fangen da drüben an. Und da sind irgendwelche Beobachter der Steinlegion. Ja. Och, der bleibt. Ja, es wäre auch zu schön gewesen. Okay, die kann man also nur einmal anklicken. Man kann also nichts verkehrt machen. Die haben jetzt auf einmal nur noch 10.000. Ja, wie wir das letzte Mal gegen so einen gekämpft hatten, hat der, glaube ich, irgendwas um die 24.000. So, den haben wir. Mal kurz gucken. Der bleibt schön da drüben. Das ist nett. Ich glaube nicht, dass der da bleibt, wo er ist. Nö. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Da drüben ist einer. Ah.
So, einmal den auswischen. So, da drüben ist einer, den lassen wir aber erstmal. Haha. Wenn ich jetzt hier hingehe. Okay. Kommt keiner von den beiden. So, das hochwahrscheinlich. Ich glaube, hier bleibt mir nichts anderes übrig, als einen zu bekämpfen. Echt jetzt, er steht hier oben. Eieiei. Das Ende eines Kriegers. So, hier ist einer. Hier ist einer. Und da drüben an denen wäre ich sowieso anders nicht drangekommen. Kann ich den von hier oben aus ausrichten oder muss ich runter? Ich muss runter. Ja, weil anders wäre ich ja gar nicht dahin gekommen. Es gibt hier ja keine Möglichkeit hochzugehen. Also nochmal den ganzen Weg hoch. Eieieiei. So, es ist noch keiner von denen wieder da. Das ist schön. Freut mich. So, da oben steht die Projektion von Prinz Renatal. Finsterste Grüße, Schlundgänger. Der Meister der Lügen besiegt Graf Denatrius. Moment. Uns droht ein düsteres Schicksal. Aber keins, dem wir uns kampflos ergeben. Die Brust können wir gut gebrauchen. Ich sehe euch und wage etwas Hoffnung. Fürs Szenario anmelden. Echt jetzt? Ja, komm. Wir stellen uns. Wir wissen nicht, wie lange das dauert. Also doch alles Vampire. 8 Phasen sind es hier, okay. Anima-Vorrat. Zeigt die Menge von Anima an, auf die ihr derzeit Zugriff habt. Kommt, Schlundgänger. Kommt. Sammelt möglichst viel von dieser Anima ein. Diese Abbindung wird nicht ewig, sollte euch aber für die kommende Schlacht stärken. Wir werden Denatrius gestohlene Anima gegen ihn verwenden. Okay, was ist das? Noch mehr Anima. Noch mehr Anima. Noch mehr Anima. Also, das Ding hier hat insgesamt 8 Phasen. Wir sollen... Als ich den Angriff gegen das Schloss anführte, verwandelte der Meister nur mit einem Wink meine ganze Armee zu Stein. Wir brauchen diese Soldaten. Denatrius ist nicht die einzige Bedrohung, mit der wir rechnen müssen. Findet genug Anima, um so viele Steingeborene wie möglich zu beleben. Nicht genug Anima. Wie viel Anima brauchst du denn pro Steingolem? Wir haben jetzt 42.
Und jetzt haben wir 14. Heißt, wir brauchen... Scheiß Rechnerei schon wieder. Scheiß Rechnerei. -14, 28. Ja, greif du den mal an. Ich hole mir hier mal ein bisschen Anima, dass ich hier erstmal Ruhe habe. Anima ist voll. Also wenn das wirklich reicht, dann brauche ich jetzt nur noch einmal hier und dann kann ich die restlichen drei aktivieren. So, drei brauchen wir noch. Einmal. Gucken, wo noch einer ist. Wo sind die anderen denn jetzt hin? Hier vorne ist noch einer. Ja, hier, greif mal an. Echt jetzt? Willst du mich verarschen? Wir brauchen noch... Was habe ich gesagt? 28. Scheiße. Also, eine brauchen wir noch. So. Und dann... Sehr schön. Dann holen wir uns den hier noch. Und dann haben wir das Schloss ist nicht unser Ziel. Phase 2 Versammlung abgeschlossen. Am Herrschaftstor. Trefft euch mit Renatal am Tor der Dominanz. Kann ich hier außen rum gehen? So, hier sind wir. Gelangt hinter das Tor der Dominanz. Spießrutenlauf. Das war einst der Aufmarschplatz für die Steinlegion. Beobachtet den Himmel, so wie er uns beobachtet. Wo müssen wir denn hin? Ja, ist gut. Menagerie des Meisters erreicht. Ja, wir machen es uns gerade etwas einfach. Wir rennen einfach hier vorne hin. Draven, zwingt mich nicht, bezwingt Generalin Karl. Wenn euch mein Urteil je etwas wert war, dann vertraut mir und gebt auf. Widerwärtige Selbstzucht. Wir geben niemals auf. Wir folgen Befehlen. Verstanden. Sie haben euch geweckt, um mich abzulösen. Wenn ihr mich wollt, kommt und holt mich. Wir müssen möglichst viel Anima sammeln, wenn wir Denatrius gegenübertreten wollen. Bin ich hier denn als Einzige fürs Retten zuständig? Okay, das ging schnell jetzt. Kuratorin ermächtigt, was deaktivierte Anima-Umleitung. So, hier müssen wir jetzt dran.
Ach, die muss man jetzt killen oder was? Okay. Hier Schlundgängerin. Warum Schlundgängerin? Ich bin doch keine Frau. Zu Stein kehre ich zurück. Genau. So, dann hier drüben. Ja, wir machen das jetzt so. Zack. Zack, hierher, Leute. Wir haben genug dabei, die uns helfen beim Kämpfen. So. Wir brauchen dann nur noch Renatal am Ende. Die haben zwar eine Menge Leben, aber dadurch, dass wir so viel Hilfe haben, hält keiner von denen was auf. So, einmal hier drüben noch das Ganze. Damit bleiben die anderen drin. Sammelt so viel Anima wie möglich. Dann greifen wir den Atrius an. Was? Vernichtet den Atrius verbleibende Truppen in der Menagerie des Meisters. Tötet Niskia. Bin ich hier denn als Einzige fürs Retten zuständig? Ich habe kein Ziel. Also, wir müssen jetzt scheinbar hier rüber und die steht irgendwo da drüben. Der Prinz ist da mit seinen Ernteverrätern. Ja, es wird heute eine etwas längere Folge. Ich will das Szenario hier heute auf jeden Fall noch fertig machen. So, alle fertig. Na komm runter. Ach, Niskia ist dieses komische Ding hier. Was uns schon durch die Gegend getragen hat. Uah. Einmal uns selbst heilen. Und letzte Phase der Meister. Schließt euch Renatal und den Erntern für den letzten Angriff an. Sprecht mit Prinz Renatal. Schlundgänger. Die Dürre.
Das war euer wackerer letzter Aufstand? Seit so vielen Äonen bestraft ihr arrogante Seelen. Doch statt von ihrem Leiden zu lernen, seid ihr wie sie geworden. Ihr brauchtet mir nur zu gehorchen. So, ein vortrefflicher Zufall. Nun könnt ihr die ganze Pracht der Ereignisse mitverfolgen. Jeder kostbare Tropfen Anima, den wir den gequälten Seelen niederer Wesen so mühsam abgerungen haben, ebnet jetzt den Weg für den Verbannten, um sich zu nehmen, was sein ist. Und wenn er seine Freiheit erst erlangt hat, wird Kraft seines Willens alles fortgespült. Die einzige Macht, die dieser Flut der Veränderung entsteigt, ist der Tod. Tod und alle, die ihm zum Sieg verholfen haben. Irgendjemand wird euch aufhalten, Denatrius. Selbst wenn ich... Nicht sprechen. Seht zu. Dies soll euch eine Lehre sein. Wow. Also hat Denatrius jetzt einen Weg zum Schlund gemacht. Okay. Ich würde sagen, morgen geht's weiter.